Herzlich willkommen zum 7. Termin der Social Media A-Vorlesung. Ich freue mich sehr, dass ich Ihnen heute einen ganz besonderen Gast präsentieren kann. Wir haben uns letzte Woche bereits über LinkedIn unterhalten. Ich habe Ihnen ganz grundlegend erklärt, worum es bei der Plattform geht, welche Aufgaben so ein Business Social Network übernehmen kann. Und ich habe Ihnen auch schon angekündigt, dass für Sie, für die Studierenden hier bei der Vorlesung zuhören, LinkedIn sehr, sehr wichtig sein wird, ganz egal, ob Sie eine Karriere als im Unternehmen planen, ob Sie sich selbstständig machen wollen. Das Thema Personal Branding oder die eigene Marke ist eine ganz wichtige Grundlage, sei es bei Bewerbungen, sei es bei der Vermarktung der eigenen Produkte und Services. Dr. Natalia Wichowski kennt die Corporate-Welt, war dort sehr erfolgreich, hat Philosophie studiert und anschließend war sie in einem großen Logistikunternehmen tätig und auch jetzt werde ich mehr darüber erzählen selber. Und hat dann mit 30, kann man sagen, sich komplett neu erfunden, ist die Personal Branding Expertin auf LinkedIn. Und ich möchte gar nicht viel vorwegnehmen. Liebe Natalia, herzlich willkommen und danke, dass du dir die Zeit für diesen Gastvortrag heute nimmst. Vielen lieben Dank, dass ich heute hier sein darf, Richie, für diese großartige Möglichkeit. Und ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das Beste hieraus machen, dass wir ja hoffentlich mehr Leute dazu begeistern können, Personal Branding, an ihrer Personal Brand zu schrauben, zu arbeiten und hoffentlich auch LinkedIn dafür zu nutzen. Ja, das ist, wie gesagt, bei mir persönlich war es ja so, ich habe LinkedIn schon länger verwendet, so wie andere Social Networks und habe ich in den letzten Jahren, als ich mich intensiver damit beschäftigt habe, auch von dir irrsinnig viel gelernt. Und ich denke, was auch sehr wichtig ist, und viele sehen Social Media oft noch recht technisch, aber es ist nicht so schwierig zu bedienen. Der Witz sind ja die Geschichten, die man erzählt und die eigene Geschichte, das ist ja sozusagen der Personal Brand, oder? Absolut. Und da werden wir nachher nochmal tiefer drauf eingehen. Ganz viele Leute, wenn sie das Wort LinkedIn hören, denken erstmal, oh, das ist ja total professionell und total stressig. Und da muss ich ja perfekt sein. Und da muss ich mir eine Krawatte anziehen. Und da muss ich alle Leute siezen. Und da muss ich total, also mindestens so auftreten wie zu einem Meeting mit dem Konzernvorstand. Alles Blödsinn, würde ich sagen. Es gibt so manchmal LinkedIn-Polizisten, die dann darauf hinweisen, dass es nicht passend ist. Aber wie gesagt, das ist halt auch so eine Sache. Wenn man ein bisschen sichtbar wird oder erfolgreicher, dann ruft es auch Kritiker auf den Plan und das ist auch okay. Absolut. Wenn du keine Kritiker hast, dann ist höchstwahrscheinlich deine Personal Brand nicht klar und scharf positioniert. Und diese Polizisten, von denen du sprichst, das sind selbsternannte Polizisten. Das heißt, Leute, die mit sich selbst nicht im Reinen stehen, in denen du etwas getriggert hast, was sie vielleicht sein möchten oder selbst an sich nicht mögen. Also von da aus würde ich das mit einer tiefen Entspannung nehmen, durchatmen, diesen Personen vergeben und mit meinem Leben fortführen. Bevor ich das Wort an dich übergebe, eine organisatorische Durchsage. Natalia wird uns über Personal Branding was erzählen, Vortrag circa 30 Minuten. Und sie und ihr, auf der Uni sind wir ja bei Sie, habt danach auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ich werde auch bei den Chats den Zoom-Link überall posten. Bis dahin stream auf twitch.com/datadirt1, also Einsatz geschrieben, oder über mein LinkedIn-Profil oder am Blog. Und damit, liebe Natalia, gebe ich das Wort an dich. Super, vielen lieben Dank, Richie. Ich werde schon einmal gegen diese Regel verstoßen. Ich habe meine gesamte Präsentation auf Du aufgebaut, denn ich rede auf Social Media Menschen per Du an. Ich bin auch nicht Dr. Wichowski. Ich bin die Natalia oder auch Nat oder Think Natalia. Ich bin da wirklich tiefenentspannt und es geht mir nicht darum, Leute zu disrespektieren. Es geht mir darum, eine engere Verbindung zu dir aufzubauen, zu euch aufzubauen. Und ich finde, dass wir uns viel zu häufig zu ernst nehmen und das Leben auch zu ernst nehmen. Und wenn wir ein bisschen Humor und ein bisschen mehr Du in unsere Kommunikation einbauen, macht es das Leben so viel leichter. Gut, dann würde ich sagen, fange ich einfach mal an, indem ich meinen Bildschirm teile. Einen Moment. So. Er sollte zu sehen sein. Einen Moment. Ist zu sehen. Play from start. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Also zumindest bei mir. Technik. Super, jetzt sollte es klappen. Also,
Vielen herzlichen Dank, dass du, dass ihr heute Morgen mit dabei seid bei meiner E-Keynote oder Vorlesung zum Thema Personal Branding mit LinkedIn. Wer, wie, was, wieso, weshalb, warum. Und das zeigt bereits, was mir wichtig ist, dass wir im Anschluss wirklich ehrlich und offen miteinander kommunizieren. Es gibt keine blöden Fragen, es gibt keine blöden Ziele. Es geht mir darum, dass wir füreinander da sind und dass wir über die Dinge sprechen, über die wir normalerweise nicht reden, weil wir Angst haben, weil uns andere Leute bewerten könnten. Deswegen ist es mir wichtig, wenn irgendwas unklar ist, einfach niederschreiben, nachher die Frage stellen und dann kann ich tiefer in die Materie einsteigen. Fangen wir an mit einem kleinen Sozialexperiment, nämlich mit dem folgenden Satz. Ich möchte, dass du den folgenden Satz einmal laut sagst. Meine Personal Brand rockt. Ich erziele genau die Ergebnisse, die ich will. Ich bin ziemlich stark davon überzeugt, dass die meisten von euch gerade gesagt haben oder gedacht haben, eher nicht so, Natalia, denn wenn ich das problemlos sagen könnte, würde ich jetzt nicht hier in deiner Vorlesung sitzen. Und das ist doch vollkommen okay. Ich glaube oder ich nehme stark an, dass dieser Satz nicht richtig mit uns sitzt, dass er sich nicht gut anfühlt, weil wir die folgenden Probleme oder die folgenden Herausforderungen haben, von denen wir stellen. Es kann der Gedanke sein, ich habe versucht, LinkedIn zu nutzen, aber irgendwie funktioniert es nicht für mich. Und dann kann es auch eine weitere Angst oder ein weiterer Gedanke sein, der besagt, ja, meine Mitstudenten, meine Kolleginnen und Kollegen bekommen so viel Aufmerksamkeit auf LinkedIn, auf Social Media, auf dem Arbeitsmarkt. Werde ich einen Job oder werde ich Kunden finden? Und dann gibt es auch diese kritische Stimme in unserem Kopf, die manchmal total schreckliche Sachen sagt, die könnte denken, es ist keineswegs einfach. Diese ganzen Influencer, die sagen, mach es einfach und geh einfach raus und wenn du einfach mal Content postest, dann erzielst du auch die Ergebnisse. Wenn es einfach wäre, hättest du es bereits gemacht. Es ist aber nicht einfach und ich sage dir nachher auch, warum. Vielleicht hast du ja überlegt, dass es auch einen intelligenteren Weg gibt. Also es muss eine Methode geben, die funktioniert, von der du vielleicht noch nicht weißt. Und deswegen bist du so frustriert. Denn eins deiner größten Ziele ist, mehr Kontakte auf LinkedIn, mehr Sichtbarkeit und entweder Jobangebote oder aber bereits Kunden zu finden für dein Startup, für dein Business. Wenn ein oder mehrere von diesen Gedanken sich momentan in deinem Kopf tümmelt, beziehungsweise sich regelmäßig in deinem Kopf tümmeln, dann bist du hier definitiv richtig für oder zu dieser Vorlesung. Denn ich habe zwei Gruppen heute. Auf der einen Seite Individuen, die ihr eigenes Business auf die Beine stellen wollen. Vielleicht gibt es das Business bereits. Und sobald ihr dann mit dem Studium fertig seid, geht es raus in die große, weite Welt des Entrepreneurships. Oder aber auf der anderen Seite könnten es auch junge Akademiker sein, die nach einer Einstellung suchen, die sagen, ganz ehrlich, Entrepreneurship ist nicht für mich oder ich mache das vielleicht irgendwann anders mal machen. Aber mir geht es darum, einen nahtlosen Übergang zu haben zwischen dem Studium und dann halt eben dem Sprung in die Arbeitswelt. Was ist mein magisches Werkzeug? Ich nenne es Personal Branding basierend auf der Think Natalia Methode. Ich glaube an einen holistischen Ansatz, einen Ansatz, der von innen nach außen, online und offline arbeitet. Wir müssen alle diese vier Aspekte miteinander verbinden und an ihnen schrauben oder an ihnen feilen, um das meiste aus uns herauszuholen und um den meisten Mehrwert für andere zu schaffen. Vielleicht ein paar Worte zu mir. Mein Name, wie gesagt, Natalia Wiechowski. Ich komme ursprünglich aus Hannover, aus Deutschland, lebe seit 12 Jahren in Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Ich habe Sozialwissenschaften studiert, habe einen Doktor der Philosophie draufgehauen und habe festgestellt, okay, was mache ich damit? Und wenn man Sozialwissenschaften studiert, zumindest in Deutschland oder zumindest in Hannover, wurde mir persönlich die Idee oder der Gedanke nahegelegt, dass ich damit höchstwahrscheinlich irgendwann einmal Taxifahrerin werde. Also die Reputation einer Sozialwissenschaftlerin, zumindest damals, war nicht die allerbeste, um es diplomatisch auszudrücken. Und es gab etliche Individuen, die mir gesagt haben, Natalia, du musst unbedingt ins Ausland, du brauchst internationale Erfahrung, du musst dein Englisch aufpolieren, wenn du es langfristig mal zu etwas bringen möchtest. Was auch immer dieses Bringen zu etwas bringen heißen mag,
Ich habe den Leuten zugehört, ich habe ihre Meinung akzeptiert und als ich dann die Möglichkeit hatte, ins Ausland zu gehen, direkt nach meinem Studium, habe ich gesagt, okay, ich mache es, ist mir völlig egal, was ich mache, aber erstens bin ich sofort im Beruf drin und das war in den Emiraten. Ich hatte die Möglichkeit, in Abu Dhabi zu arbeiten, also im Emirat Abu Dhabi in der Stadt Al Ain für das Abu Dhabi Education Council. Das ist sowas wie die Schulaufsichtsbehörde. Mein erster Job bestand darin, eine Bibliothek von Grund auf aufzubauen für emiratische Studenten. Hab das also 3,5 Jahre gemacht, hab dann festgestellt, irgendwie sitzt das nicht so richtig. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das machen möchte. Hab dann also gewechselt in die Privatwirtschaft und hab dort 2,5 Jahre im Marketing gearbeitet. Und dann, im Alter von 29, die große 30 stand am Horizont, stellte ich fest, also wenn ich ehrlich sein möchte, auf Papier habe ich so ziemlich alles erreicht und viele Leute sagen, wow, du bist so erfolgreich und du hast es zu so viel gebracht. Du bist auf der Frontseite von führenden Magazinen und dein Team und du, ihr habt Excellence Awards erhalten. Saudi-Arabien, in Südafrika, in den Emiraten. Natalia, was willst du eigentlich mehr? Was ich mehr wollte? Ich wollte mich persönlich erfolgreich fühlen, denn ich fühlte mich nicht erfolgreich. Ich wollte glücklich sein, denn alles, was ich machte und hatte, machte für mich keinen Sinn. Und ich wollte gesund sein, denn ich endete mindestens 1-2 Mal im Monat im Krankenhaus mit grausamen Schmerzen und keiner wusste, was es war. Heutzutage glaube ich, dass meine Seele oder der Glitzerstaub in mir permanent an meine Tür, an meine innere Tür klopfte und sagte, da oben, ich langweile mich zu Tode. Wann wirst du endlich dein volles Potenzial ausschöpfen? Und ich dachte immer so, sei ruhig, das ist völliger Schwachsinn, das gibt's so nicht. Und irgendwann konnte ich diese Stimme allerdings nicht mehr ignorieren. Und um eine lange Geschichte abzukürzen, ich habe meinen sicheren Job gekündigt. Alle Leute in meinem Umkreis dachten, ich verliere meinen Verstand. Und den habe ich dann auch Schritt für Schritt verloren, systematisch, weil ich es wollte. Habe mich also dann 9 Monate in meine Wohnung eingesperrt, hatte ein Sabbatical, habe mir ein Sabbatical geschenkt und habe angefangen, an meinem Alltag zu arbeiten. Also ich habe die Art und Weise, wie ich spreche, die Art und Weise, wie ich konsumiere, die Art und Weise, wie ich mit Leuten umgehe, verändert. Ich habe angefangen zu meditieren und viele, viele andere Dinge mehr. Aber das Wichtigste war, dass ich endlich mal eine Liste erstellt hatte mit all den Dingen, die ich mal machen wollte. Und diese Liste war peinlich. Sie war extrem peinlich. Ich konnte sie noch nicht mal mit anderen teilen, weil da so Sachen drauf standen wie, ich will modeln. Ich bin kurz. Ich bin Sportlerin. Ich habe Beine wie Beyoncé. Und das ist auch okay. Ich wollte unbedingt Fotos machen. Ich wollte Blödsinn betreiben und andere Leute zum Lachen bringen. Ich wollte für andere Menschen da sein. Ich wollte schreiben. Ich wollte in einer Agentur arbeiten. Du siehst schon viele Dinge, die ich da niedergeschrieben habe, die waren mir so peinlich, aber ich habe durch Bücher, durch andere Menschen gelernt, hey, wenn du vor dir selbst nicht ehrlich sein kannst, wie erwartest du es, dass du vor der Welt wirklich du selbst bist? Hab dann also diese Liste erstellt, habe alle möglichen Dinge ausprobiert und habe mich wirklich hoch blamiert und hoch experimentiert zu meinem Traumjob, der darin besteht, eine Edutainerin zu sein. Das ist ein Mittelding aus einem Educator und einem Entertainer, also vielleicht eine Art Lehrerin oder Coach oder Consultant und auf der anderen Seite jemand, der so eine Art Witzfigur, Comedian, Clown ist. Und wenn ich das nicht miteinander vereinbare, geht's mir nicht gut. Also ich muss das ausleben, es macht mir Spaß und es ist schön, wie sehr ich damit anderen Leuten helfen kann. Das mache ich entweder als Keynote-Speakerin oder Trainerin. Auf der anderen Seite trainiere ich oder coache ich Leute in meinem LinkedIn-Gruppen-Coaching und seit neuestem schreibe ich auch Bücher. Wenn du jetzt sagst, Natalia ist echt super, aber warte mal, womit hat das Ganze angefangen? Mit dem Sabbatical und du warst nicht glücklich. Okay, dann hast du dich hochgearbeitet, ich verstehe, das heißt, es war ein Prozess, es hat 9 Monate gedauert, dann hast du an deiner Karriere gearbeitet. Okay, aber was hat das Ganze mit mir zu tun? Wo ist die Verbindung? Muss ich jetzt selbst mich einmal komplett, ja, disconnecten, wie man im Englischen sagt, also aus meinem Umfeld entziehen? Oder aber, was ist die Lesson Learned von der Geschichte? Die Lesson Learned ist, dass du mit dir selbst in Reihen stehen musst und dass wir anderen Leuten zuhören
können und sollten auf unserem Karriereweg, insbesondere wenn wir uns am Anfang unserer Karriere befinden. Allerdings ist es extrem wichtig, zu Dingen Nein zu sagen, wenn unser Bauchgefühl und eigentlich unser ganzer Körper schreit Nein, weil es gegen deine Grundwerte ist. Dazu musst du allerdings deine Grundwerte kennen. Du musst dich mit dir selbst auseinandersetzen. Du musst verstehen, wofür du stehst, wogegen du stehst. Und nur weil du einmal eine Entscheidung gefällt hast, heißt es nicht, dass du sie nie wieder verändern kannst. Du wächst, du veränderst dich. Das Leben ist Veränderung und das ist okay. Es wäre grausam, es wäre erschreckend, wenn du, was du über dich selbst gesagt hast vor 10 Jahren, wenn das heute noch stimmt. Wenn das, was du über dich, über dein Leben, über deine Ziele gesagt hast, sagen wir mal vor einem Jahr, wenn das heute noch stimmt, würde ich mir auch Gedanken machen. Es ist also okay, die eigene Meinung zu verändern, die eigenen Ziele zu verändern, die eigenen Werte zu verändern. Denn das Leben, deine Karriere ist eine Reise. Dieses Personal Branding, was ich für mich entwickelt habe, diese Suche nach mir selbst, dann das systematische Erstellen von Content, das Teilen meiner Geschichte, das ist etwas, das ich nicht nur alleine mache, das bringe ich mittlerweile auch meinen Kunden bei. Joanna ist ein super Beispiel, denn Joanna studiert momentan noch, sie schreibt momentan an ihrer Doktorarbeit und sie ist Coach auf der anderen Seite und sie hat ihre eigene Firma. Also sie ist jemand, der wirklich mehrere Bälle in der Luft hat und nichtsdestotrotz hat sie sich eine Struktur erschaffen, die ihr hilft und die ihr ermöglicht, an all diesen Dingen zu arbeiten und sie hat LinkedIn für sich entdeckt und dadurch hat sie genau den Lebensstil und die Karriere für sich geschaffen, die sie möchte. Sie hat neulich ein Business Award gewonnen für ihre Agentur. Sie hat sich ein Netzwerk aufgebaut zu den Leuten, die sie immer haben wollte. Und wenn Joanna das tun kann, dann kannst du das auch. Damit kommen wir schon zu den 3 Schritten, die du auf dem Weg zu einer Top-Brand oder Top-Personal-Brand auf LinkedIn brauchst. Der erste Schritt ist, wir müssen uns wirklich damit auseinandersetzen, was ist Personal Branding? Also wie funktioniert es? Warum brauche ich es? Danach würde ich gerne sprechen über LinkedIn als ein Business-Tool. Warum LinkedIn und was es besonders macht? Wobei ich stark davon ausgehe, dass Richie bereits letzte Woche eine Menge dazu erzählt hat. Deswegen halten wir diesen Teil kurz. Und dann geht es wirklich ans Eingemachte. Wie setze ich es konkret um? Fangen wir also an mit Personal Branding. Was ist Personal Branding und warum brauche ich es? Jeff Bezos hat angeblich einmal gesagt, your brand is what others say about you when you're not in the room. Erschreckend, oder? Wir haben also eine Personal Brand. Denn unsere Personal Brand ist das, was andere Leute über uns sagen, wenn wir nicht im Raum sind. Unsere Personal Brand ist damit unser Digital Footprint. Die Art und Weise, wie wir sprechen, wie wir uns bewegen, was wir tragen, die Gefühle, die wir an anderen Leuten triggern. All das ist unsere Personal Brand. Und anstatt ein passives Opfer deiner Umwelt zu sein und der Meinung von anderen, liegt es meines Erachtens an uns, dass wir uns aktiv mit uns auseinandersetzen und sagen, okay, meine Personal Brand steht dafür, dagegen, ich bin die Expertin in so und so und das dann halt eben mit der Welt zu teilen, online und offline. Eine kritische Frage, sind wir nicht alle Humankapital? Ich weiß, den Soziologen und Soziologinnen werden sich jetzt die Zehennägel kräuseln. Was meine ich mit diesem Gedanken? Letzten Endes befinden wir uns nach dem Studium in einem Übergang zwischen der Universität oder Hochschule, bei mir hieß es noch Fachhochschule, und dem Arbeitsmarkt. Und ich habe mir irgendwann mal die Frage gestellt, wie nennen wir diesen Ort? Arbeitsmarkt. Was machen wir denn auf Märkten? Auf Märkten teilen wir oder wir tauschen Gegenstände aus, Produkte, Dienstleistungen. Okay, das macht Sinn. Was sagt das dann über uns selbst? Meines Erachtens ist unser Wissen, unsere Skills, unsere Expertise gleichen auf dem Arbeitsmarkt einer Art Produkt oder einer Dienstleistung. Und so wie Märkte funktionieren, Supply and Demand, geht es halt eben darum, dass bestimmte Firmen oder bestimmte Leute das brauchen, was du anbietest. Und wenn du möchtest, dass sie dich wählen, dann musst du aus der Masse herausstechen. Dann musst du Leuten einen Grund geben, warum sie dich wählen sollen, warum sie mit dir arbeiten sollen. Völlig egal, ob du dich für jemanden bewirbst oder ob du deine Firma hast und Leute von dir kaufen sollen.
Und Personal Branding ist genau dazu da. Denn wir kaufen eher Dinge zu, oder wir kaufen eher Produkte, wir arbeiten eher mit Marken zusammen, die wir kennen, von denen wir wissen, wofür sie stehen. Also ich meine, ganz klassisches Beispiel, stell dir vor, du stehst vor dem Regal im Supermarkt und du hast eine No-Name-Brand, hast noch nie gehört, und dann gibt es eine ganz klassische Marke, die du schon seit Jahren kennst. Du bist vielleicht diese Marke aufgewachsen, du hast diese Schokolade schon seit Jahren gegessen und vielleicht triggert diese Schokolade auch Gefühle in dir. Welche Tafel Schokolade wirst du dir wählen? Die, die du noch nie gesehen hast, oder die, die du seit Jahren kennst, die du seit Jahren konsumierst, die sogar Gefühle und Erinnerungen in dir triggert? Die Art und Weise, wie wir als Menschen funktionieren, die Wahrscheinlichkeit, dass wir zu dieser Schokoladentafel greifen, die wir bereits kennen, ist wahrscheinlicher. Und genau dieses Gefühl, genau diese Reaktion möchte ich will, dass du sie auslöst mit deiner Personal Brand auf dem Arbeitsmarkt. Menschen googeln dich. Es ist völlig egal, ob du dich zum ersten Mal irgendwo bewirbst oder aber ob du zu einem Date gehst. Leute werden dich googeln, denn wir sind neugierig. Und du hast ein Problem, wenn ich entweder nichts über dich finde oder aber Informationen, die gegen dich verwendet werden können. Mit der richtigen Personal Branding Strategie wirst du allerdings in der Lage sein, die Wahrnehmung, die Art und Weise, also die Informationen, die über dich im Internet zirkulieren, zu steuern, zu lenken, insbesondere wenn du Content erstellst, und damit dieses Image zu erstellen, was du möchtest. Dieses Image sollte dir dabei helfen, dass du deinen Traumjob erhältst, dass du deine idealen Kunden findest und dass du tolle Leute in deine Umgebung, in deine Sphäre ziehst und natürlich auch durch deinen Content die Welt ein bisschen besser machst und anderen Menschen etwas beibringst. Ein weiterer Grund ist ganz simpel: wenn du keinen Ansatz zeigst, wirst du auch keine Ergebnisse haben. Ich kenne so viele Leute, die zu Hause auf dem Sofa sitzen und sagen, ja, ich wünschte, ich hätte, ich könnte und alles ist ja doof und niemals. Also du bist immer so erfolgreich und diese tollen Situationen kommen in dein Leben und Natalia, bei dir funktioniert immer alles. Du musst einfach von Gott ein bisschen mehr gesegnet sein oder du bist einfach talentiert oder irgendwie muss das Karma sein. Glaube ich nicht. Denn die meisten Leute wissen nicht, wie viel Arbeit, wie viel Zeit, wie viel Energie ich in meine Personal Brand stecke. Und es gibt eine direkte Linie oder eine direkte Verbindung dahingehend, wie viel Zeit, Liebe, Geld, Energie du in deine Personal Brand steckst und was für Ergebnisse dabei rauskommen. Der Aufbau einer Personal Brand ist ein Marathon, deswegen macht es Sinn, heute bereits damit zu beginnen. Und auch eine spannende Frage: Was ist, wenn die Welt nur eine Bühne ist? Shakespeare hat angeblich einmal diese Frage gestellt. Und wenn dem wirklich so wäre, bräuchten wir den Applaus von anderen Leuten, um als großartiger Schauspieler gesehen zu werden, um akzeptiert zu werden, um wirklich sicherzustellen, dass wir im Rampenlicht stehen? Und vielleicht ist Personal Branding auch ein bisschen so. Was bringt mir Personal Branding? Erstens mehr Geld. Wenn du ein Angestelltenverhältnis hast, kannst du in etwa 10, es gibt Studien, die sagen, auch bis zu 25% mehr Geld verdienen als jemand mit einer schwach ausgeprägten Personal Brand. Aber 10% ist eher so das, was die meisten Studien sagen. Du hast einen höheren Status bzw. ein besseres Ansehen, weil die Leute wissen, wer du bist, was du machst, wofür du stehst, wann sie sich bei dir melden sollen und weil du dein Wissen mit der Welt teilst. Du wirst mehr Sichtbarkeit auf Social Media haben, weil eine ordentliche Personal Brand, eine klar positionierte Personal Brand regelmäßig Content postet. Dadurch erhältst du mehr Möglichkeiten. Leute kommen auf dich zu, Arbeitgeber kommen auf dich zu, Kunden kommen auf dich zu, strategische Kollaborationspartner, vielleicht sogar Brands, denn heutzutage Influencer-Marketing ist im Kommen. Und natürlich wirst du dadurch auch ein größeres soziales Netzwerk haben. Und wenn du auch noch ein bisschen etwas über soziale Netzwerktheorie weißt, basierend auf Bird, Lin oder Granovetter, weißt du, dass innerhalb von Netzwerken wahnsinnig spannende Ressourcen, Informationen und so weiter inneherrschen. Das heißt, je größer dein soziales Netzwerk ist und je mannigfaltiger es ist, desto mehr Chancen und spannende Möglichkeiten kommen eben in dein Leben.
Duncan Gillis ist ein weiterer Kunde und Freund von mir, der sich wirklich aktiv mit seiner Personal Brand auseinandersetzen musste. Er hat jahrelang wirklich nur genau das gemacht, was er wollte, frei nach Schnauze. Er nennt sich manchmal auch ein Vintage-Geek, also er ist jemand, der sehr Vintage steht, Vintage-Möbel, und hat die meiste Zeit auf Pinterest verbracht und hat dann festgestellt, oh, viele meiner Kunden sind auf LinkedIn. Ich glaube, ich muss meine Personal Brand so ein bisschen umgestalten, aber oh, ich weiß nicht so richtig wie. Und wir haben uns zusammengesetzt, wir haben daran gearbeitet, wir haben ihm ein neues Fotoshooting verschafft, sodass er jetzt halt mit Krawatte unterwegs ist und auch die Art und Weise, wie er seine Videos filmt, ein bisschen professioneller, was auch immer das heißt, dargestellt. Und Duncan hat damit genau die Ergebnisse erzielt, die er wollte. Er wollte ein größeres Netzwerk haben. Er wollte mit anderen Influencern Kurse erstellen. Er wollte für große Firmen sprechen. Und ich weiß, dass zum Beispiel eBay als auch die Regierung von Kanada sich bei ihm gemeldet hat, gesagt hat, hier, was du machst mit Pinterest und Storytelling, bring es uns für unsere Marke bei. Wenn du jetzt sagst, ja, Natalia, aber ist Personal Branding nicht fake, weil polieren und umgestalten und lenken, ah, irgendwie sitzt das nicht so richtig mit mir. Letzten Endes bestimmst du, wie weit du gehst, und deine Personal Brand sollte anderen Menschen helfen. Es geht wirklich darum, wie kannst du einen Mehrwert oder einen Beitrag für andere schaffen, und du musst dich am Anfang klar positionieren, klar. Weil wenn du nicht weißt, wer du bist und was du anbietest, ist die Wahrscheinlichkeit, dass andere es verstehen, relativ gering, wenn ich das mal so ausdrücken möchte. Und wenn du sagst, was werden andere sagen? Andere werden immer was sagen, denn andere haben immer eine Meinung. Und Meinungen sind so wie, Arschlöcher, jeder hat eins. Deswegen ist es extrem wichtig, dass wir uns nicht so sehr darüber sorgen, was andere sagen. Ich würde mir eher die Frage stellen, was ist, wenn du dein volles Potenzial nicht ausgeschöpft hast am Ende deines Lebens? Das ist eine Frage, die meines Erachtens spannender ist. Damit kommen wir auch schon zum zweiten Punkt, LinkedIn als ein Business-Tool. Also warum LinkedIn und nicht Facebook oder Instagram? Leute, die sich auf LinkedIn befinden, sind in einem Business-Mindset. Das heißt, wenn ich das direkt vergleiche mit anderen Social-Media-Plattformen, sind Leute dort, um wirklich Business zu betreiben. Facebook und Instagram, allein dadurch, dass die Nutzer anders sind, mehr dazu in einer Sekunde, der Fokus in meiner Wahrnehmung ist wirklich mehr so auf Alltag, Inspiration, Motivation. LinkedIn ist wirklich Business, was super ist, wenn du nach Kunden suchst, beziehungsweise nach einem Arbeitgeber. Endnutzercharakteristika: 72% aller Instagram-Nutzer sind Teenager, das heißt höchstwahrscheinlich nicht deine Zielgruppe, es sei denn, du hast ein Produkt oder Service entwickelt für Teenager. Dann macht es Sinn, wenn du nach einem Job suchst, eher nicht so, also wiederum LinkedIn. Gary Vaynerchuk meinte, dass LinkedIn so ist wie Facebook im Jahr 2012 und spricht hier über die organische Reichweite und Content. Das heißt, relativ viele Leute werden deinen Content sehen. Es ist also leichter gesehen zu werden. Du kannst 30.000 Kontakte aufbauen auf LinkedIn. Das gibt es so auf keiner anderen Plattform. Auf Facebook kannst du gerade mal 5.000 Freunde haben. Und letzten Endes ist auch der Reifegrad spannend. Wir haben auf Facebook 2,5 Milliarden Nutzer. Auf LinkedIn haben wir gerade mal 675 Millionen. Also noch einmal, es ist leichter gesehen zu werden, leichter wirklich aus der Masse herauszustechen. Wozu kann man jetzt LinkedIn konkret nutzen? Zum Aufbau der eigenen Personenmarke oder Unternehmensmarke, um etwas Neues zu lernen oder zu erfahren. Also es gibt auch Trending und Posts in ganz unterschiedlichen Industrien. Du kannst einer Industrie, wenn du weißt, wo sie sich tümmelt, kannst du diesen Nachrichten folgen. Also du musst nicht mehr auf eine andere Plattform wechseln, um zu wissen, was es Spannendes in deiner Branche gibt. Zum Netzwerken: LinkedIn ist eine super Netzwerkplattform. Du kannst Leads generieren bzw. Neukunden finden. Du kannst Content erstellen. LinkedIn ist insbesondere im direkten Vergleich zu Xing oder Crossing eine Content-Plattform. Natürlich auch, um Jobs zu finden oder um Talente, wie man so schön sagt im Englischen, zu finden. Also um Mitarbeiter, Angestellte und so weiter in dein Umfeld zu ziehen. Um Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben, das heißt Public Relations, um mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten, um halt eben deine Brand auf die nächste Ebene zu bringen und natürlich auch, um neue Dinge zu lernen durch LinkedIn Learning.
Bruno ist ein weiterer Freund und Klient, der sehr stark unterwegs war auf Facebook und irgendwann meinte, ja, dieses LinkedIn, das muss ich mal ausprobieren. Wir haben uns also zusammengesetzt, wir haben an seinem Content gearbeitet. Er hat dann vom Deutschen ins Englische gewechselt, was ein massiver Sprung war. Er hat auch sehr stark dann gewechselt von geschriebenem Content und von Fotos und Dokumenten zu LinkedIn-Videos. Und er ist innerhalb von weniger, ich weiß gar nicht, was letztes Jahr? Ich meine, letztes Jahr ist er zu einem der Top 10 Video-Content-Creator in der Dachregion gekürt worden. Und wenn Bruno das kann, kannst du das auch. Und wenn du jetzt sagst, ja, Natalia, aber ist es nicht zu spät? Du meintest, die Zahlen auf LinkedIn sind gut, aber ich meine, die Nutzer, die wachsen täglich. Ist es nicht schon zu spät? Hätte ich nicht mit LinkedIn anfangen sollen im Jahr 2015? Ja, natürlich hättest du früher anfangen können. Allerdings funktioniert es momentan noch. Es ist noch sehr, sehr gut. Und ich bin mir ziemlich sicher, dadurch, dass Microsoft LinkedIn aufgekauft hat, dass es noch ein Weilchen sehr, sehr spannend bleibt. Und wenn du sagst, ja, Natalia, aber mein Englisch ist so schlecht, dann hol dir doch jemanden, der dir bei deinem Englisch hilft. Bruno hat genau das gemacht. Er ist ein erwachsener Mann, aber hatte die Ehrlichkeit und die Stärke zu sagen, mein Englisch könnte vielleicht ein Ticken besser sein. Er hat sich also einen Coach oder einen Berater geholt und hat wirklich an seinem Englisch poliert, an seiner Sprache, an seiner Grammatik, und er ist heute fließend im Englischen als auch im Deutschen. Also keine Ausreden, machen. Damit kommen wir auch schon zum dritten und letzten Teil, Personal Branding mit LinkedIn. Schritt 1, wir müssen unser Profil optimieren. Wir müssen also verstehen, dass wir ein super Foto brauchen. Das ist das kleine runde Bild, was du unten in dem Screenshot siehst. Investiere in ein Profilfoto, denn das ist der erste Eindruck. Also bitte nicht irgendwie aus einem anderen Foto ausschneiden oder irgendwie, ich weiß nicht, ich bin kein großer Fan von Selfies und ich finde, sie gehören definitiv nicht auf LinkedIn. Also deswegen, Fotoshootings sind nicht mehr so teuer, wie sie es einmal waren. Und auf LinkedIn geht es halt eben darum, dass du potenzielle Kunden oder Arbeitgeber findest. Deswegen mach's. Ich weiß, es kann, die Resistenz ist am Anfang vielleicht ein bisschen groß, aber es wird sich lohnen. Also dieses, also Selfies, grausam, aber was auch grausam ist, ist dieses Standard-Passport-Foto, was ich in ganz vielen Lebensläufen sehe. Ah, bitte nicht. Zeige Charakter. Finde die Balance zwischen professionell, aber auch menschlich. Dann gestalte ein eindrucksvolles Hintergrundbild. An diesem Hintergrundbild, das ist das große viereckige oder rechteckige Bild, was du unten siehst. Dabei geht es darum, dass ich innerhalb von Sekunden weiß, in welcher Industrie du bist und wofür du stehst, was du machst, in welche Box ich oder welche Schublade ich dich stecken soll. Ich weiß, wir sollten Menschen nicht bewerten und im Englischen sagt man ja auch so schön, never judge a book by its cover, aber wir machen es dennoch. Und wenn du wirklich sicherstellen möchtest, dass der erste Eindruck positiv ist, dann schau dir einfach mal an, was andere Leute mit ihrem Hintergrundfoto gemacht haben und delegiere diese Arbeit dann an einen Freelancer, ein Graphic Designer, zum Beispiel via Fiverr oder Upwork. Dann aktualisiere deine Schlagzeile, das ist die Zeile unter deinem Namen. Da würde ich wirklich in einem Satz sagen, welche Probleme du löst, für wen und was das Endergebnis ist. Denn wenn du das ganz klar in einem Satz sagen kannst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass andere Leute auf dich zugehen, so viel höher. Auch wichtig, überprüfe deine Kontaktdaten, also stelle sicher, dass deine E-Mail-Adresse stimmt, dass deine Telefonnummer stimmt, für den Fall, dass du sie angeben möchtest. Denn wenn Leute dich spannend finden, dann werden sie sich bei dir melden. Und wenn du alle diese Barrieren überwunden hast und die Leute wollen mit dir arbeiten, sie wollen dich entweder einstellen oder aber sie möchten mehr von dir wissen und wollen sich bei dir melden, aber dann sind deine Kontaktdaten falsch. Schon wieder. Bitte nicht. Das sind so viele Möglichkeiten, die flöten gehen könnten. Das wäre viel zu schade. Auch wichtig, aktualisiere den Infoabschnitt. Das ist der Block unter dem Screenshot, den du momentan siehst. Und da geht es halt eben nochmal darum, deine Geschichte zu erzählen, also deine berufliche oder karrierebezogene Geschichte. Du kannst über deine Erfolge sprechen. Du kannst über deine Unique Value Proposition sprechen. Wichtig ist, dass du am Ende ein Call to Action hast, so dass ich weiß, was ich machen soll, wenn ich durch diesen Bereich gelesen habe. Dann wichtig,
wir müssen Content erstellen. Und da können wir anfangen mit etwas, was Gary Vaynerchuk Document versus Create nennt. Du musst also nicht damit anfangen, hochqualitative, super beeindruckende Videos zu gestalten oder jetzt rauszugehen und der beste Fotograf auf der ganzen Welt zu werden. Viele Leute starten nicht, weil sie genau diese Erwartungshaltung an sich selbst haben. Fange damit an, deine Journey, deine Reise zu dokumentieren. Und da geht es halt eben darum, sich aktiv, für sich selbst aktiv die Entscheidung zu fällen, ja, ich bin ein Content Creator. Und wenn du durch die Welt gehst, schau einfach mal, schau dir die Welt ein bisschen durch ein Rechteck vor oder durch ein Quadrat. Was hier oder hier würde gut aussehen auf LinkedIn? Fotografiere es mit deinem Handy, schreibe 2, 3 Sätze dazu. Und das ist eine einfache Art und Weise zu starten. Schreibe deine Idee nieder. Es ist wichtig, dass du, wenn du eine Idee hast für Content, dass du es irgendwo notierst. Auf deinem Handy oder in einem traditionellen Buch, völlig egal. Aber wenn du es nicht tust, dann wird sich diese Idee relativ schnell wieder verabschieden. Ist so, habe ich jahrelang falsch gemacht. Auch wichtig, wir müssen, oder ganz viele Individuen, das hatten wir am Anfang mit Richie besprochen, haben eine falsche Wahrnehmung, wenn ich es so formulieren möchte, bezüglich LinkedIn, dass sie glauben, dass wir nur über Business-Themen sprechen möchten und es muss Fakten sein, es müssen Studien sein, es müssen White Paper sein. Das Gute ist, wenn du einmal fertig bist mit der Hochschule, der Uni oder wie auch immer, einen Moment, ich muss da kurz überlegen, wie ich das formuliere. Ich habe jahrelang mein akademisches Schreiben poliert und trainiert und ich fand es sehr frustrierend. Und als ich dann anfing, für Social Media zu schreiben, habe ich festgestellt, dass ich ganz anders sprechen und schreiben muss. Nämlich so, wie ich es im Alltag tue. Und je lockerer, je flockiger, je mehr selbst du wirklich deinen Content so erstellst, wie du wirklich sprichst, desto bessere, eine tiefere Beziehung kannst du zu den Menschen aufbauen und desto spannender finden sie dich. Also erzähle deine Geschichten und habe den Mut, so zu schreiben, wie du sprichst. Ich weiß, am Anfang wirst du denken, oh, bitte, was? Probiere es aus. Es wird einen riesen Unterschied machen. Auch wichtig, wenn du dann Content erstellst, geht es darum, dass du den für andere Leute machst oder erstellst? Also es geht darum, dass du Mehrwert schaffst, dass du die Probleme von anderen Leuten löst. Also sagen wir mal, du hast Maschinenbau studiert und hast dich an einen ganz bestimmten Teil konzentriert. Und du weißt genau, du möchtest für diese 3 Firmen arbeiten. Und du weißt, es wäre wahrscheinlich so in dem Bereich und das wäre höchstwahrscheinlich mein Titel. Welche Probleme müsstest du im Alltag lösen, wenn du in diesem Job, in dieser Firma wärst? Löse diese Probleme auf Social Media, spreche darüber und dadurch werden die richtigen Leute, die richtigen Arbeitgeber oder die richtigen Kunden, wenn du deine Firma hast, sich bei dir melden. Also es geht nicht so sehr darum, was wir vielleicht zum Beispiel auf Instagram sehen. Ich habe nichts gegen die Plattform, ich nutze sie auch. Allerdings hat sie einen ganz anderen Fokus. Auf Instagram geht es ganz häufig darum, schau mich an. Ich habe keinen Filter genutzt. Oh, guck mal hier an, ich habe dieses tolle Kleid. Oder, oh, ich stehe vor einem Sportwagen. Darum, es geht nicht ums Prahlen. Es geht wirklich darum, dass du die Probleme deiner Zielgruppe verstehst, dass du Mehrwert schaffst, dass du ihnen zuhörst und dass du Gespräche anfängst. Darum geht es letzten Endes beim Content auf LinkedIn. Und ganz wichtig, am Ende deiner Posts nutze bitte Hashtags, 3 bis 5 relevante Hashtags, sodass Leute dich finden und einen Call to Action. Das heißt, fordere die Leute auf, ihre Meinung zu teilen, eine Geschichte zu teilen, sag ihnen, dass sie jemanden taggen sollen oder worüber du das nächste Mal schreiben möchtest. Also fange den Dialog an, das wird einen riesen Unterschied machen. Schritt 3, erweitere dein soziales Netzwerk. Ganz viele Leute haben sich niemals mit der Frage auseinandergesetzt, was sind soziale Beziehungen eigentlich? Und ohne es zu kompliziert machen zu wollen, beschreibe ich es immer so, wir haben Punkt A, wir haben Punkt B. Wenn sie sich nicht kennen, gibt es keine Beziehung. Wenn sie miteinander sprechen, ist auf einmal eine Beziehung da. Das heißt, letzten Endes sind es 2 Individuen oder 2 Kontaktpunkte. Und das Spannende ist, dass viele Leute
sich auf LinkedIn nicht mit anderen Leuten verbinden, weil sie Angst haben, weil sie nicht wissen, warum, weil sie den Mehrwert nicht sehen. Und ich bin vollkommen davon überzeugt, dass man es heutzutage nur schafft, im Privatleben als auch im Businessleben, durch strategische Kollaboration, durch Freundschaften, durch Mentorship, durch ein gegenseitiges Austauschen. Und es ist wichtig, dass wir das offline aufbauen, als auch online auf LinkedIn. Wie gesagt, du kannst dir ein Netzwerk von 30.000 Kontakten aufbauen und es ist wirklich Schritt für Schritt, Tag bei Tag. Am besten ist es anzufangen mit der Frage, wie würde mein perfektes Netzwerk aussehen? Perfekt ist eine Illusion, ja. Allerdings, wenn, ich meine, wir können das ja als eine Art Übung darstellen. Stell dir vor, du könntest dich mit egal wem auf dem Planeten vernetzen. Es ist völlig egal, wie alt du bist, welches Geschlecht du hast und wie viel Geld du hast und wie du aussiehst. Wenn du egal wen kennen könntest, wer wäre diese Person? Wären das zum Beispiel mehr Komödianten? Wären das Politiker? Wären das Leute, die in Melbourne sitzen oder in Paris? Sind das Leute, die den Titel Marketing Manager oder General Manager haben? Erstelle dir eine Liste mit, sagen wir mal, 2, 3, maximal 4 Avataren und dann solltest du oder kannst du LinkedIns Filter nutzen, um dich mit diesen Menschen zu verbinden. Wenn du das machst, ganz wichtig, erstelle bitte einen kurzen Text, also eine personalisierte Anfrage, denn das wird die Wahrscheinlichkeit, dass Leute deine Kontaktanfrage erhöhen. Damit kommen wir auch schon zum letzten Punkt, Schritt 4. Sei sozial bzw. sozialer auf Social Media. Ganz viele Leute vergessen, dass wir hier von sozialen Medien sprechen. Und dadurch, also wenn wir nicht sozialer sind auf Social Media, gehen wiederum viele Ideen und potenzielle Möglichkeiten flöten. Also, investiere Zeit in deine Community. Höre ihnen zu, verstehe sie, studiere sie, erstelle Content für sie. In deiner Community können sein potenzielle Arbeitgeber, Kunden, Freunde, Mentoren, Leute, die einfach mehr über dieses Thema wissen wollen. Deine Community basiert auf dem, was du dir aufbaust. Und auch das braucht wiederum Zeit. Kommentiere strategisch. Gary Vaynerchuk nennt es seine $1.80-Strategy. Das heißt, sei mutig und kommentiere auch unter dem Post von anderen Leuten und du wirst sehen, es wird einen riesen Unterschied machen. Beantworte Fragen. Wenn Leute Fragen haben und das unter deinem Post kommentieren oder dir eine Nachricht schreiben, bitte beantworte diese Fragen. Auch das, was für tolle Freundschaften und Kollaborationen daraus entstehen können, ist unglaublich. Auch wichtig, wenn du siehst, dass es diese Person gibt, Person A, und du kennst Person C, und du glaubst, dass sie zusammen tollen Content erstellen könnten, dass sie zusammen etwas Spannendes erstellen, kreieren, was auch immer es ist, wenn sie sich nur kennen sollten, dann stelle die Leute doch einfach einander vor. Denn wenn du das Image eines Connectors hast, wird dir auf jeden Fall weiterhelfen. Und du kannst wirklich mit 15 Minuten pro Tag anfangen, denn ganz viele Individuen sagen, ja, Natalia, aber wie viel Zeit kostet das letzten Endes? Ja, wie auch immer. Fang mit 15 Minuten an. Wenn du positive Ergebnisse siehst, wirst du fast intrinsisch motiviert sein, definitiv mehr Zeit und Liebe und Energie in dieses Projekt hinein zu investieren. Nina Weigel ist eine weitere Kundin und Freundin, die sich wirklich hingesetzt hat und eins zu eins umgesetzt hat, was ich ihr beigebracht habe. Und sie ist super happy damit. Also sie hat ihren Content umgestellt, sie hat ganz viele tolle neue Freunde kennengelernt, sie hat selbst eine eigene Clique erstellt mit 2 weiteren Damen. Sie haben für sich selbst ein Hashtag erstellt, die Hashtag LinkedIn Ladies. Sie hat mehr Kunden, beziehungsweise also sie hat Leads generiert, sie generiert organische Leads und vor allen Dingen hat sie jetzt endlich eine Struktur und weiß, was sie täglich machen muss. Und sie fand es am Anfang auch überwältigend. Aber als sie die Ergebnisse gesehen hat und die Möglichkeiten, seitdem ist es leichter, es macht ihr Spaß. Und sie hat halt eben wirklich den Lifestyle als auch die Businessmöglichkeiten, von denen sie immer geträumt hat. Wenn du sagst, ja, Natalia, ich bin aber nicht wirklich kreativ. Ich glaube, wir stellen das Wort kreativ auf den Podest, denn kreativ kommt von kreieren, was eigentlich nur machen heißt. Das heißt, jedes Mal, wenn du zum Beispiel ein Sandwich erstellst,
machst, kreierst, bist du kreativ. Jedes Mal, wenn du mit deinen Freunden ins Kino gehst oder beziehungsweise irgendwo hingeht, weil einen tollen Nachmittag miteinander verbringt, hast du einen tollen Moment, eine tolle Erinnerung kreiert. Du bist also kreativ. Wenn du sagst, ja, Natalia, aber ich habe keine Zeit. Ich glaube, das ist nur eine lahme Ausrede. Denn wenn dir etwas wichtig ist, wirst du definitiv dafür Zeit schaffen. Damit kommen wir auch schon zur Zusammenfassung und zur Schlussfolgerung. Du hast deine Personal Brand, ob du es magst oder nicht. LinkedIn ist das neue Facebook und Instagram. Erstelle Content, vernetze dich und sei sozial, in Anführungsstrichen, auf Social Media. Und du hast Zeit, wenn du willst, denn letzten Endes ist es wirklich eine Entscheidung, die du aktiv fällen musst. Deswegen, wärst du erfolgreich, stell dir die Frage, wärst du erfolgreich, wenn du aktiv an deiner Personal Brand arbeiten würdest? Wärst du erfolgreich, wenn du dich aktiv mit LinkedIn auseinandersetzen würdest und es nutzen würdest? Wärst du erfolgreich, wenn du dein Profil optimieren und Content erstellen würdest, dich vernetzen würdest und sozialer auf LinkedIn wärst? Ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten von euch jetzt mit dem Kopf nicken. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr alle erfolgreich wärt. Denn es ist wirklich eine Frage der Umsetzung. Und ich weiß, ich habe eine Menge Input gegeben. Das heißt, die meisten von euch fühlen sich jetzt wahrscheinlich so, und das ist okay. Denn es ist sehr schwierig, innerhalb von 30, 40 Minuten mein ganzes Wissen in eine kompakte Form zu komprimieren bzw. zu stecken. Deswegen der nächste logische Schritt könnte sein, und dann gehen wir auch schon in die Frequently Asked Questions und in die Diskussion, mein Buch. Ich habe neulich ein Buch geschrieben. Viele Leute haben es gelesen und fanden es gut. Nicht nur erwachsene Menschen, nein, sondern auch Hunde und Kinder. Und das Allerbeste, angeblich hat sogar Baby Yoda mein Buch gelesen. Let's connect. Vielen Dank für eure Zeit. Liebe Natalia, vielen, vielen Dank. Ich sage mal, genauso wie du es am Ende gesagt hast, viel Arbeit für alle. Deinem Ratschlag mal mit 15 Minuten zu beginnen, kann ich mich wirklich nur anschließen. Und es ist eine Sache, es hat auch jemand vorher im Twitch-Chat schon gepostet. Es ist die eine Sache, und das ist, glaube ich, bei all diesen Dingen ganz, ganz wesentlich, es ist die eine Sache, so etwas zu wissen, was man tun sollte, und das andere ist dann auch die konsequente Umsetzung. Absolut, ja. Eine kurze organisatorische Durchsage. Ich werde euch jetzt nochmal auf Twitch und auf LinkedIn den Link zu unserem Zoom-Meeting posten. So, done and done. Wir haben schon einige Leute im Warteraum. Fragen sehr, sehr gerne. Ich würde euch nur bitten, dass ihr alle den Ton abdreht. Wenn ihr Fragen stellt, auf die Leertaste drückt oder den Ton aufdrehen, damit das von den Hintergrundgeräuschen gut hinhaut. Und eine Anmerkung von mir noch zu dem, was du vorher gesagt hast zum Thema Schreiben. Ich war im vorigen Jahrtausend Journalist, das ist ziemlich cool, dass man das mittlerweile sagen kann, und habe dann begonnen mit meinem Blog 2006, und das hat sich innerhalb von 2 Wochen, habe ich dann aufgehört, komplett als Journalist zu arbeiten, weil es einfach viel interessanter ist, viel befriedigender und viel spannender. Und einen kleinen Nachtrag möchte ich noch gerne anmerken zu deinem Buch, das ich auch gelesen habe. Der Empfehlung kann ich mich nur anschließen. Ihr findet das auf Amazon, und es gibt die Kindle-Version, kostet 7,99 €. Also das ist auch ein sehr studentenfreundliches Budget. Das ist eine der besten Investitionen, die ihr machen könnt, wenn ihr quasi auch das, was Natalia jetzt erzählt hat, nochmal detaillierter haben wollt. Aber im Endeffekt, da ist wirklich alles drin. Und es ist wie oft im Leben, es sind nicht unbedingt die super komplizierten Sachen oder die geheimen Tricks, die man wissen muss. Es ist Konsequenz, viel Hausverstand und eben auch genaue Kenntnis der Zielgruppe. Und that being said, lasse ich euch, unsere lieben 41 Teilnehmer, mal hier rein. So, alle zulassen. Herzlich willkommen. Das fühlt sich, finde ich gut. Ja, wir haben insgesamt weit über 200 Zuseher am Stream, was mich sehr, sehr freut. Da sind wir 40 bei der Vorlesung. Ja. Also wie gesagt, es wäre super, wenn ihr alle unten mit dem Stummschalten-Icon den Ton abdreht. Und sonst haben wir nämlich die Echos hier drin, beziehungsweise ich kann euch das nicht ja machen? Auch beim Stummschalten helfen sozusagen. Und ja, ich würde mal sagen, also auch sehr gern, wenn ihr wollt, natürlich Kamera aufdrehen, ist immer angenehmer, wenn man sich sieht am Sprechen. Und ich weiß, bei
bei Zoom ist es nicht so, dass wir uns alle in derselben Reihenfolge sehen und deshalb würde ich hier mal die Moderation übernehmen und euch einfach der Reihe nach bei den Nicknames um eure Fragen bitten. Bei mir bist iPad. Ja, genau. So, ich hab das Audio schon. So, Audio ist aufgedreht. Herzlich willkommen. Geht's? Ja, geht. Grüß Gott, hallo. Also ich möchte mal sagen, ich habe mich total nahe zu dir gefühlt, weil ich auch so ein Mensch bin, dass ich alles Mögliche machen will. Also ich bin eigentlich selbstständig Hochzeitsfotografin und Sängerin und ich liebe Marketing und ich liebe es zu studieren. Ich habe mit 25 zum Studieren angefangen, weil es mir jetzt einfach, ich hatte Lust drauf und ich wollte mich weiterbilden. Und Dankeschön für dein, also darf ich eh du sagen? Ja, klar. Ich habe euch, ich 15 Minuten lang geduzt. Ich bin Natalia. Dankeschön für deinen Vortrag. Und was ich dich persönlich fragen wollte, wie es dir gegangen ist mit der englischen Sprache. Also ich komme nämlich aus Ungarn. Ich bin zwar seit meinem 9. Lebensjahr in Österreich und spreche eigentlich auch gut Deutsch, aber dieser Akzent ist immer da. Und mein Freund ist Italiener, wir sprechen Englisch, also ich spreche jeden Tag 4 Sprachen und bin dann halt nie überall perfekt. Und ich wollte dich einfach fragen, wie es dir gegangen ist, wie du dich da überwunden hast, dass du jetzt Englisch auch für dich als eine authentische Sprache angenommen hast. Sehr gute Frage. Ich weiß nicht, ob es dir oder den anderen aufgefallen ist. Ich hatte mehrere Grammatikfehler in meinem Vortrag. Ich habe englische Wörter benutzt, zum Teil anstatt deutscher Wörter. Ich habe zum Teil in deutschen Wörtern einen englischen Akzent. Und ich fand es am Anfang grausam. Ich habe mich emotional fast täglich dafür zusammengeschlagen und habe irgendwann festgestellt, dass ich so nicht leben kann. Und da habe ich dann auch tiefer gegraben und geschaut, wie gehen andere Leute damit um. Und ich habe festgestellt, dass wenn du mit Leuten sprichst aus Großbritannien oder aus den USA und wenn du ihnen sagst, hey, wie ist denn mein Englisch und es ist nicht perfekt und was hältst du davon? Gefühlt werden 99% sagen, Alter, hör mal zu, du sprichst mehr als eine Sprache, ich nicht. Und dieser Gedanke hat für mich wirklich mein Leben verändert. Denn in meiner Wahrnehmung, wenn ich mir anschaue, wer denn ab und zu mal auf Social Media trollt oder wer irgendwie was Blödes sagt, dass ich mal irgendwie einen Grammatikfehler habe im Deutschen oder im Englischen. Es ist niemals jemand, der Brite ist oder aus Großbritannien oder aus den Staaten. Es sind meistens Deutsche. Und ich komme aus Deutschland und in meiner Wahrnehmung, es ist wieder politisch sehr schwierig, ich formuliere es mal so. Tendenziell habe ich das Gefühl, dass viele Leute, die im deutschen Sprachraum erzogen, sozialisiert, aufgewachsen worden sind, mit einem Art Perfektionismus großgezogen worden sind. Und dass wir alle glauben, oder viele von uns glauben, dass wir erst perfekt sein sollten, bevor wir etwas tun. Und es ist völlig egal, ob es darum geht, eine Sprache zu sprechen oder ob es darum geht, irgendwie Klavier zu spielen oder zu tanzen oder zu singen oder Content zu erstellen. Und das ist ein falscher Glaubenssatz, der dir massiv im Leben im Weg stehen wird. Ich habe mich sehr stark mit der nordamerikanischen Kultur auseinandergesetzt und dort begann. vom Grundtenor, wenn ich mir jetzt so einen typischen Nordamerikaner anschaue, gehen wir von der Tatsache aus, dass es den typischen Nordamerikaner gibt. Tendenziell gehen die Leute eher so damit rum, worin bin ich gut und was kann ich machen, um darin noch besser zu werden? Und alles, worin ich schlecht bin, da vergebe ich mir, ich akzeptiere es und delegiere es an jemanden, der gut darin ist. Und damit werde ich noch besser in dem, was ich tue und nehme mich selbst und das alles nicht so ernst. Und dieser Lebensstil, diese Lebensphilosophie hat wirklich mein Leben verändert. Und es braucht ein bisschen Zeit, aber wenn du dich aktiv dafür entscheidest, vielleicht auch mit einem Coach daran arbeitest, wird es leichter. Und vor allem wird es auch leichter, je älter du wirst. Denn meiner Wahrnehmung nach, je älter du wirst oder je weiser, desto mehr stellst du fest,
wie ich vorhin gesagt habe, dass ganz viele Leute Meinungen haben und jeder eine Meinung hat. Und insbesondere diejenigen, die sich selbst nicht mögen, in der Regel am meisten schreien und am meisten versuchen, dich runterzuziehen und niederzumachen. Das sind Hater, das sind Trolle. Vergebe ihnen, gib dein Bestes und das wird reichen. Dankeschön. Danke sehr gern. Kann ich nur bestätigen, Herr Matthias Beck, Sie wären bei mir der Nächste in der Reihenfolge. Kann nur komischerweise Ihr Audio nicht einschalten. Aber vielleicht hat es was mit dem Mikro, kann das sein? Frau Lara Maria Kaslatter. Ja. Ja, passt, perfekt. Ja, hallo, herzlich willkommen. Also, was ich sagen wollte, ist, danke für den Vortrag, war wirklich sehr spannend. Es war, ich weiß gar nicht, wie ich das am besten beschreiben soll, aber es war, sage ich mal, gar nicht so viel Neues unbedingt dabei, aber es war wie so ein Arschtritt, dass man halt dann auch nicht die ganze Zeit sagt, ja, und dann fertig bin mit dem Studium, mache ich das dann nochmal und jetzt muss ich studieren, sondern dass das wirklich jetzt was ist, was ich anfangen kann und muss ja nicht, wie ich sage, eben so viel sein. Und das war einfach nochmal eine gute Aufforderung und Motivation, also danke dafür. Sehr, sehr gern. Also eine Personal Brand aufzubauen ist ein Marathon und je früher ihr damit anfängt, desto besser. Und wenn die ersten Erfolge da sind, wird es auch leichter. Und letzten Endes, es gibt so viele gute Gründe, über die wir vorhin gesprochen haben. Wenn du wirklich an dich selbst glaubst und dass du das Beste aus dir selbst machen kannst und darfst, wenn du dir selbst diese Genehmigung, diese Erlaubnis gibst, und auch das bedarf wieder krasser Selbstarbeit, denn vielleicht haben wir ein paar falsche Glaubenssätze, vielleicht ist da so ein bisschen Zweifel oder diese komische Stimme in unserem Kopf, die sagt, ah, das hast du doch nicht verdient. Wer bist du denn, dass du sowas von dir denkst? Sei doch mal so wie alle anderen. Warum willst du denn so viel? Und wenn du lernst, ja, das zu ignorieren, das zu überwinden, es ist wirklich, du tust nicht nur dir einen Gefallen, sondern auch allen Leuten, mit denen du arbeitest, deiner Familie, deinen Freunden. Denn die Art und Weise, wie du dich fühlst, die Art und Weise, wie du redest, die Art und Weise, wie du bist, das strahlt auf andere aus. Und ich glaube, wenn wir alle ein bisschen netter zu uns selbst wären, ein bisschen erfolgreicher, ein bisschen glücklicher wären, wären wir höchstwahrscheinlich als Gesellschaft auch genauso. Und das ist eins meiner großen Ziele. Ich möchte, dass wir alle ein bisschen netter zu uns selbst und zu anderen sind. Das ist mal automatisch, wenn man netter zu sich selbst ist, kann ich auch nur bestätigen. Und vielleicht ein Beispiel, mir ist das ja beim ersten Mal passiert, das wisst ihr wahrscheinlich großteils nicht, da Ende der 90er gab es Napster von amerikanischen Studenten. Das war so die erste Software, mit der man MP3-Dateien illegal runterladen konnte. Ich war damals Musikjournalist, das hat mich sehr fasziniert und ich wollte ein Newsletter drüber machen. Jetzt kannst du natürlich keine Newsletter machen, wo du Leute aufforderst, illegale Sachen runterzuladen. Also habe ich halt einen Newsletter gemacht über die Umbrüche in der Musikindustrie, was sich da ändert über MP3, habe immer mit einem Leute interviewt, bin zu Diskussionen, da gibt es immer viele Gratisveranstaltungen und so hingegangen und hatte kein Newsletter-Tool, keinen Plan und gar nichts. Also habe ich irgendwie mit meinem Outlook halt, am Anfang waren es 30 Leute, irgendwann waren es dann 500 und ich konnte es nicht mehr mit dem Outlook, ich musste es dann so in 50er-Batches verschicken. Dann hatte CD, das deutsche Computermagazin, irgendwann bin ich in der Früh aufgestanden, hatte 2000 Anmeldungen. Das war alles händisch, Leute haben mir eine Mail geschickt, hatte das die CD als Linktipp drinnen und irgendwann hat die ganze deutschsprachige Musikbranche meinen D-News, hat er geheißen, meine Newsletter gelesen. Und ein halbes Jahr, bevor ich mit dem Studium fertig war, habe ich dann von Libro Online ein Angebot bekommen, die MP3-Download-Seite dort aufzubauen, was ein interessanter Job war und ungefähr das 2,5-fache, was ein normales Einstiegsgehalt gewesen wäre. Und der Newsletter hat mir extrem viel Spaß gemacht. Ich habe den zwar wöchentlich geschrieben, man hat da mal weniger Zeit, das ist auch ein Learning, das ich euch mitgeben kann. Aber da muss man halt durchbeißen. Es ist dann die Gefahr, wenn man sowas macht und heute geht es sich mal nicht aus, ja, das geht. Aber so wie bei Fool Me Once, Shame on You, Fool Me Twice, Shame on Me. Es braucht Konsequenz und meiner Meinung nach muss man da auch was machen, für das man wirklich brennt. Das funktioniert kalkuliert nicht so gut. Wenn du jetzt sagst, es gibt keine Newsletter für Hamsterzucht, aber es gibt so viele Hamsterzüchter, ich mache das, eigentlich sind wir Hamster komplett schnurzpiepegal, dann ist es halt sehr schwierig, sich da langfristig zu motivieren, oder? Natalia, wie ist das deiner Erfahrung nach?
Ja, absolut. Und es muss ja noch nicht mal ein Newsletter sein. Man kann sich ja eine eigene Community aufbauen auf Instagram, auf TikTok, auf LinkedIn, je nachdem, wo sich die Leute tümmeln und in welcher Industrie man unterwegs ist. Und ganz viele Leute haben dann diese falsche Vorstellung, ja, aber ich habe irgendwie nur 500 Follower oder ich habe nur eine Community von 500 Leuten. Stell dir mal vor, du hättest einen Konferenzraum oder einen Saal und du würdest auf der Bühne stehen und da wären 500 Leute vor dir. 500 Leute, die alle etwas von dir lernen wollen oder die dich feiern. Das ist eine große Zahl. Also ja, es geht nicht darum, dass wir uns blenden lassen von diesen Leuten mit Millionen oder Milliarden Followern. Eine ganz andere Frage ist, wissen die Leute überhaupt, wie man diese Follower monetarisiert oder wie man damit Geld macht oder wie man damit auf die nächste Ebene kommt? Denn die meisten Leute, insbesondere diese Lifestyle-Influencer, wissen es nicht. Nichts gegen Lifestyle-Influencer, aber viele wissen eben nicht, wie man diese Personal Brand monetarisiert. Genau, die kriegen teilweise durch sicher auch viel Arbeit, teilweise durch Glück oder einen guten Beginnzeitpunkt eine hohe Followerzahl und das bringt ein bisschen was, aber das ebbt dann auch wieder ab. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Frau Mimi Lee, ich versuche mal ihr Audio aufzudrehen. Hallo. 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 Also, danke schön für deinen Vortrag, es ist wirklich so schön. Und ich möchte sagen, dass Deutsch ist auch nicht meine Muttersprache. Es ist eigentlich Englisch, aber ich probiere meine Bestes zu sagen. Also ich habe eine Frage. Was ist, wenn ich zwei verschiedene Aspekte oder Themen interessiert bin, aber es ist etwas widersprüchlich? Also wie soll ich mich eigentlich präsentieren? Sehr, sehr gute Frage. Ganz viele Leute sagen, ich mag Klavier spielen und ich mag Rotwein. Oder ich interessiere mich für LinkedIn und, keine Ahnung, Atomphysik. Das ist okay. Insbesondere heutzutage ist es nicht mehr so, dass wir nur noch uns auf dieses eine spezialisieren und das unser Leben lang machen sollten. Ich meine, Gary Vaynerchuk ist mein Lieblingsbeispiel. Der ist einer der größten Social Media Instanzen eigentlich weltweit und er steht für Social Media, er steht für Sneakers, er steht für Rotwein, er steht seinem neuesten auch für, was hat er neulich gelauncht? Irgendwas hat er schon wieder gelauncht mit seinem Vater. Also der ist permanent nur am Raushauen von irgendwelchen Produkten oder neuen Dienstleistungen. Ich würde mit einer Sache anfangen. Die Sache, mit der du am meisten Impact haben kannst oder mit der du so schnell wie möglich ein Einkommen erhältst. Also ich bin kein großer Fan von, wir machen mal das und dann machen wir mal das und dann machen wir mal das und dann machen wir mal das. Erstmal ein Projekt nehmen, das von dem du weißt, dass du es so schnell wie möglich beenden kannst beziehungsweise auf eine nächste Ebene bringen kannst. Das heißt, entweder damit Geld machst oder eine Einstellung findest, dass es läuft, dass es flutscht. Und dann, wenn das passt, wenn der Rahmen gesetzt ist, dann würde ich mich auf die zweite Sache konzentrieren und dann dort Zeit und Liebe und Energie investieren. Und das Gute ist, dass man heutzutage immer Leute einstellen kann. Jeder von euch kann sich einen Technical Assistant, Virtual Assistant, Teilzeit Social Media Manager einstellen und auch leisten. Ist vielleicht nicht jemand, der im Land sitzt, sondern vielleicht jemand, der auf einem anderen Teil des Kontinents sitzt, ist ja auch okay. Und wenn du sagst, ja, aber ich habe überhaupt kein Geld, dann kann man immer noch ins klassische Tauschgeschäft gehen und sagen, hier, wenn du mein Social Media machst, mache ich dein Copywriting. Oder wenn du mir beim Aufbau meines E-Mail-Newsletters hilfst, dann mache ich Fotos für dich. Wenn du, keine Ahnung, also es geht einfach ums authentische, ehrliche Tauschgeschäft. Ich habe am Anfang meiner Karriere so viel gebartert, wie man im Englischen sagt. Das war so, ich zeige dir, wie LinkedIn funktioniert. Du machst mein Make-up. Ich zeige dir, wie man Content erstellt. Du hilfst mir bei meiner Webpage. Und es ist wirklich so dieses, es muss ein Umdenken stattfinden in unseren Köpfen von ich will und ich bin die Beste und einfach alles sollte an mir einfach zufliegen zu wie kann ich dir helfen? Was kann ich machen, damit dein Leben leichter ist? Okay, jetzt habe ich dir geholfen. Könntest du mir auch einen Gefallen tun? Das ist ein ganz anderer Ansatz. Dankeschön. Also sehr gerne. Herr Beck, ich versuche es nochmal bei Ihnen, aber vielleicht können Sie selber mal schauen. Ich kann Ihr Audiosignal nicht aktivieren. Dann wäre Tanja. Ich glaube, ich bin mal. Tanja. Sie, hallo, ja. Herzlich willkommen. Hallo. Ich würde mich auch für den Vortrag bedanken.
Und ich habe persönlich nur eine Frage zum Content auf LinkedIn. Wenn man jetzt noch studiert und eigentlich jetzt noch keine so großen Erfahrungen gemacht hat in irgendeinem Bereich, welche Inhalte sind dann so die, die man am besten teilen sollte? Also eher sowas mit Tipps, vielleicht auch Content von anderen oder wenn man selbst Content erstellt, was wäre so eine gute Idee, dass irgendwie nicht so schlaumeiermäßig rüberkommt? Sehr gute Frage. Es gibt garantiert irgendein Thema, für das du brennst. Irgendwas, was du spannend findest, vielleicht auch das, was du studierst. Das könnte ein Anfang sein. Auch wenn du einen Artikel siehst oder ein Video, dem du zustimmst, dazu könntest du reposten und einfach nur 3-4 Sätze dazu schreiben, warum du dem zustimmst, warum du das anders siehst, was dich daran besonders inspiriert hat. Das könnte eine Art und Weise sein. Was ganz spannend ist, ist, dass LinkedIn zum Beispiel in Indien und in den Staaten und höchstwahrscheinlich auch in anderen Teilen der Welt, da haben sie eine Art Studenten-Campus-Programm. Das heißt, da fördern sie aktiv Studenten und fordern sie dazu auf, zum Content Creator zu werden. Also ich würde mich umschauen und gucken, was andere Studenten machen. Vielleicht auch jemand, der etwas Ähnliches wie du studiert. Und die Staaten, die Leute in den USA und Kanada sind uns in der Regel so 5 bis 7 Jahre voraus. Deswegen würde ich immer mal gucken, was machen andere Leute in meinem Alter, in meiner Industrie, beziehungsweise Leute, die ich inspirierend finde. Und damit könntest du anfangen. Also du kannst wirklich auch aus deinem Alltag erzählen. Also heute hatten wir die und die Vorlesung und ich habe diesen einen Satz gehört und der hat mein Leben verändert, weil ich immer das und das falsch gemacht habe. Ab heute werde ich es umstellen. Wann war das letzte Mal, dass du irgendwie was, dass ein Gedanke dein Leben verändert hat? Oder aber du warst bei einem Online-Webinar, bei einer Vorlesung und du fandest es total super. Mach einen Screenshot, erzähl den Leuten davon, denn letzten Endes geht es darum, dass du wirklich deine Geschichte, deinen Alltag dokumentierst, so wie Gary Vaynerchuk sagt. Also das sind einige leichte Dinge, mit denen du anfangen kannst, wenn ich das mal so formulieren möchte. Okay, danke, danke. Gerne. Eines, das ich da noch gerne hinzufügen möchte, weil auch explizit die Frage war nach dem Teilen, das genau, was Natalia jetzt gesagt hat, das spiegelt sich auch sehr im Algorithmus oder in der Logik von LinkedIn wieder. Inhalte teilen, jetzt technisch gesehen, ich rede von dem Share-Button. Das ist natürlich das, woran man zuerst vielleicht denkt. Ich sage, ja, das ist ein interessanter Fachartikel, ich teile den. Kann man machen, ohne eigenen Kommentar sieht das so gut wie niemand. Generell ist es viel besser, Screenshot, eigene Fotos, eigene Gedanken zu veröffentlichen, als aufs Teilen zu setzen. Auch wenn das vordergründig natürlich mal das ist, woran man wahrscheinlich zuerst denken würde. Absolut. Herr Rabitsch. So, Audio ein. Ich glaube, das ist... Ja, Herr Rabitsch, hören Sie mich? Ja. Herzlich willkommen. Dankeschön. Vielen Dank für den Vortrag. Das war sehr, sehr interessant und ein sehr, sehr lebendiger Vortrag auch. Also ich wünschte mir, manche Vorträge an der Uni wären so wie Ihre. du hast ja auch Philosophie studiert. Und was ich mich halt, also was ich oft für, also ich habe oft Gespräche halt, vor allem mit meiner Schwester, wo wir auch wirklich darüber reden, worum es jetzt wirklich sozusagen, dass man jetzt mal auch drüber nachdenken muss, worum es wirklich im Leben auch geht, worum es einem persönlich im Leben geht. Und ich habe das Gefühl, also du hast ja auch gesagt, jeder hat eine Personal Brand, ob es einem taugt oder nicht, finde ich, fühlt sich ein bisschen komisch an, weil ich denke mir, ich frage mich, hattest du auch mal Probleme oder hast du dir auch Gedanken dazu gemacht, dass in dieser erfolgsorientierten Gesellschaft jetzt jeder sozusagen eine Personal Brand hat, zwangsläufig, und dass das irgendwie jetzt Teil unserer Welt ist, besonders jetzt durch die Vernetzung und dass man sich überall erreichen kann und überall sich miteinander verbinden kann. Ich hoffe, ich habe mich klar ausgedrückt. Okay, ich versuch's mal. Mal schauen, ob es angekommen ist, die Nachricht.
Ich habe angefangen, das zu machen, was ich mache, weil es mich wahnsinnig aufgeregt hat, dass es so viele Leute da draußen gibt, denen andere Menschen pups egal sind. Weil es so viele Menschen da draußen gibt, die einfach nur Sachen verkaufen und Leute in hohen Positionen, die so viel Geld und so viel Macht haben, die einfach noch mehr Macht, noch mehr Geld haben und sich wirklich null interessieren für andere. Und dann hatte ich auf der anderen Seite Individuen, Freunde, Brands, die wirklich einen Mehrwert beitragen wollen zu einem besseren Morgen, die die Gesellschaft ein bisschen besser machen wollen, die uns daran erinnern, an den Alltag mit mehr Leichtigkeit zu treten. Aber diese Leute oder diese Brands, ganz häufig, wurden nicht gehört. Die mussten sich Geld ausleihen von anderen, um zu überleben, mussten vielleicht in einem grausamen Job sein, weil sie nicht wussten, wie man sich vermarktet. Und das hat mich so aufgeregt, dass ich gesagt habe, okay, ich muss mal kurz verstehen und testen, was diese Leute, die so erfolgreich sind, die so viel Geld machen, was die machen und es den Leuten beibringen, die definitiv mehr gehört werden sollten. Und habe das erstmal mir getestet und jetzt bringe ich es auch anderen Leuten bei. Also mein Ziel ist es, den Leuten, Brands, Firmen und so weiter, die aufrichtiges Interesse daran haben, ein besseres Morgen zu schaffen und die den Status quo in Frage zu stellen, dass ich diesen Leuten die Tipps und Tricks von diesen Arschlöchern beibringe, sodass dass wirklich mehr positive Gedanken, dass mehr positive Taten Umklang sind. Denn jeder, der an sich selbst arbeitet und auch mal über die eigenen Fehler spricht, darüber spricht, worüber wir Angst haben, was uns wichtig ist, jeder Post, insbesondere jeder positive Post, hat die Möglichkeit, ein Leben positiv zu verändern und zu inspirieren. Und deswegen bin ich hier, um Leuten, die wirklich das Herz am rechten Fleck haben, denen zu zeigen, bitte teile deine Geschichte, bitte geh raus, bitte arbeite an dir selbst. Denn ich habe irgendwann mal gelesen, dass Negativität und dass schlechte Menschen einfach besseres PR haben oder besseres Propagandamaterial. Und dass viele von uns deswegen glauben, dass die Welt schlecht ist oder immer schlechter wird. Deswegen ist es mir wichtig, dass die Leute, die wissen, dass wir Menschen wirklich gut sind, dass es ein besseres Morgen gibt, dass nicht alles, was wir vielleicht von ganz bestimmten Institutionen hören, dass das so stimmt. Deswegen ist es mir wichtig, dass die richtigen Leute in Anführungsstrichen einfach mehr Positivität in Anführungsstrichen mit anderen teilen. Ich hoffe, das beantwortet die Frage. Ich denke, das ist auch ganz, ganz wichtiger Faktor, vielleicht Meinungsvielfalt oder vierte Macht gar nicht so sehr, aber Meinungspluralität ist vielleicht das bessere Wort. Wenn Sie in Österreich Ihre Covid-19-Informationen ausschließlich aus dem Boulevard bezogen haben, dann müssten Sie jetzt vermutlich recht überrascht sein, dass wir noch alle hier sitzen und leben sozusagen. Das macht natürlich ganz, ganz große Unterschiede. Und ja, ich erinnere das übrigens auch an einen klassischen Plot, weil wir das letzte Mal auch über Storytelling gesprochen haben, ganz, ganz viele Abenteuerfilme. Der Held kommt irgendwo hin, hilft einem an sich netten, aber unterdrückten Volk gegen die bösen Tyrannen, indem er deren Waffen gegen sie einsetzt. Das können Sie jetzt Mad Max bis Orson Welles und so, das spielt natürlich das ist ein Plot, der liegt uns ja auch viel näher. Aber wie gesagt, unsere Welt ist natürlich nicht perfekt und bis zu einem gewissen Grad, die Spielregeln muss man kennen. Das ist einfach super, super wichtig. So. Susi? Hallo Susi? Okay, dann schauen wir mal hier. Helmut Schwab? Ah, der hat, glaube ich, kein Audio dran. Da sind bei einigen keine Mikros angesteckt. Sonst einfach bitte, wenn Sie noch Fragen stellen wollen, Mikro einmachen. Sonst können Sie natürlich auch gerne über den Chat Ihre Fragen stellen, falls es mit dem Mikro nicht funktionieren sollte. Frau Silvia Obrazova, hören Sie mich? Silvia Obrazova? Silvia sagt ja, oder sie hat ja getippt. Alles wieder gut. Haben Sie eine Frage?
Okay. Nope. Nando Beret? Oder Sabrina Haich? Ich glaube, jetzt, wenn jemand Fragen stellen will, drehen Sie einfach Ihr Audio auf. Das schaffen wir der Reihenfolge nach. Ja, und ansonsten, wenn es keine Fragen mehr gibt, dann bleibt mir nur mehr zu sagen, liebe Natalia, vielen, vielen Dank. Das war sehr, sehr interessant. Ich glaube, es wird in den nächsten Stunden und Tagen ein paar neue LinkedIn-Accounts geben und ein paar Profile, die überarbeitet werden. Freut mich. Also ich hatte eine Menge Spaß. Vielen Dank für die Möglichkeit, mein Wissen, meine Fehler, meine Erfahrungen mit dir und mit euch teilen zu dürfen. Wenn es noch irgendwelche Fragen gibt, die im Nachhinein aufkommen, nicht schüchtern sein. I mean, also wirklich einfach eine SMS oder eine Direct Message oder eine E-Mail oder was auch immer schicken. Ich gebe mein Bestes, um jene zu beantworten. Und ja, mal gucken, wohin die Reise geht. Und ganz wichtig noch am Ende, das muss ich jetzt auf jeden Fall auch noch, wir haben jetzt viel über LinkedIn gesprochen. Sie finden Natalia natürlich auf LinkedIn und wie gesagt, Buch ist ein sehr, sehr guter Tipp, aber ihr zu folgen ist auch eine ganz hervorragende Idee. Sie werden da auch laufend immer wieder sehr, sehr spannenden Input bekommen, was man machen kann. Ja, Social Media ist immer ein dynamisches System, es gibt immer neue Ideen und ja. Also bei der Vorlesung einige Anregungen, ein Jahr später ist sowieso vieles anders, da muss man dann ohnehin immer dranbleiben. Marathon, wie du gesagt hast. Liebe Natalia, vielen Dank. Danke Ihnen und euch allen fürs Dabeisein. Wir sehen uns nächsten Donnerstag wieder zum nächsten Vorlesungstermin. Dankeschön. Danke auch. Ciao. Ciao.